Stern 27. Er kommt in den Vulkan. Ausrufezeichen. Was mir auffällt. Ich nehme schon wieder auf, obwohl ich noch. Eins. Warte mal, wo muss ich hin? Er kommt in den Vulkan, okay. 7, 8, 9, 10 sind 4. Noch 4 Parts gerendert. Irgendwo rumfliegen hab. Toll. Das scheint ich die erstmal hochlade und dann auch weiter aufnehmen. Nein. Nehme ich wieder auf und tu dann wahrscheinlich rendern, während ich irgendwas anderes zock. Wo bezogen auf. Ui. So. Und das Einzige, was ich da wahrscheinlich zocken werde, ist. Skyward Sword. Ja. Wie toll, dass ich gerade an der Stelle bin, wo dieser dämliche Bug existiert. Aber ich ihn nicht ausgelöst habe, weil ich schlau bin. Oder weil ich eher die ganzen Nachrichten darum gelesen habe. Und ihn deswegen nicht ausgelöst habe. Obwohl, na okay, ich wäre auch so in der richtigen Reihenfolge gegangen. Aber jetzt sind wir gerade bei Mario 64 und nicht bei Skyward Sword. So. Und hoch. Und ein bisschen drehen. Und hoffen, dass ich richtig treffe. Ja. Wie war es mit richtig treffen? Ich hole mir mal Zielwasser. Oder eher Safety Water. Mal gucken, ob wer drauf kommt, woher das kommt. Reimt sich das jetzt so, hört sich das so komisch an. Okay. Wieder mal Glück gehabt. Ich dachte schon, ich falle genau in die Flammen. Da ist ja dieser komische kleine Bulli. So. Abschätzen. Und so. Und nochmal drehen. Abschätzen. Bisschen hin und her schwenken und rüber. Und da ist er. Nummer 48. So. Wir kommen in den Vulkan. 48 speichern und weiter. Wenn ich richtig aus dem Gedächtnis gehe, muss ich jetzt nochmal da rein, oder? Gewinne im Vulkan an Höhe. Okay. Mann, das geht jetzt aber flott. Wenn man sich erstmal an die Aufnahmen gewöhnt hat, dann kommt das Ganze auch einem nicht mehr komisch vor. Obwohl, eins soll ich zugeben, immer wenn ich mir hinterher die Aufnahmen mal angucke, beziehungsweise ein paar Teile daraus, klingt meine Stimme sehr komisch. Beziehungsweise ich finde, dass sie komisch klingt. Und nein, ich verrecke jetzt nicht. Lande da drauf. So. Nur mal so als Anmerkung. Also so wie ich auf der Aufnahme klinge, klinge ich nicht in echt. Beziehungsweise nicht genauso. Nicht ganz so komisch, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe auch kein Stück bei der Auswahl zugehört, denn Gewinner an Höhe heißt, ich muss wieder in den Vulkan. Und ich gehe zu diesem Kerl hin. Komm ich rüber. Das war jetzt Abschätzung und Skill. Keiner sagt was anderes. So. Müssen wir jetzt aber da lang, sonst müsste diesmal hier lang. Sonst würde das Ganze keinen Sinn ergeben. Ja, wenn es Lava ist, warum ist die Lava durchsichtig und ich sehe den Boden von diesem Teil? Muss ich nicht verstehen. Und will ich auch nicht. Ja. Das wird jetzt spannend, denn er folgt diesen schwarzen Punkten. Oder Kugeln oder was auch immer. Wie spät haben wir das gerade? Mal kurz gucken. Okay, 3 Minuten vor 2. Die Nacht ist noch jung. Und ich habe nichts Besseres zu tun. Außer vielleicht an einem Stück Let's Play Mario Kart Wii vom Hearing Way gucken. Da hoch. Ja, ich glaube, das gilt jetzt als Werbung oder so ähnlich. Wenn ich da richtig liebe. Aber wer guckt es da schon an? Also, ich sag mal, was ich will. Haha, ihr seid alles. Nein. Erstmal versprochen und zweitens sollte ich es nicht sagen. So. 6. 49. Speichern weiter. Und als nächstes hierher. Ja, jetzt freue ich mich ja so total. Wobi-Waba-Wüste. Folge dem Riesen. Bayer? Nee, Geier.
Schwebt er ja schon und ich freue mich so auf diese. Ach, so schöne Samtwelt. Moment. Also die echt so wenig Leistung damals, dass das erst so spät auftaucht. Naja. Hier müsste es am einfachsten gehen. Ist der Kopf gerade Boden gewesen? Ah, da ist er. Komm her. Ich glaube, ich muss den anstoßen. Bin ich mir das ein oder wird ich ab und zu mal für kurze Zeit nicht? Und wenn, ich glaube, das stört keinem, wenn man gerade erst anfängt mit den Let's Playen. So, da ist er und. Ne, da fliege ich jetzt auch hin. Und. Hopp. Ja. Ewigo. Ne, Ewigo war's. Aber auf Ideen muss man kommen. Ein Level in der Wand verstecken. Du hast 50% gesagt, jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalterfeste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Ich habe noch nicht mal die zweite Sterntür geöffnet. Im Keller. Und ich darf schon die im dritten Stock öffnen. Ja. Ich sag jetzt mal nichts. Aber ich mach alles schön der Reihenfolge nach. Was soll ich jetzt machen? Bringe Licht in die Pyramide. Okay. Hoch. Und so weiter. Wenn wir noch überlegen, was ich überhaupt hier nach Let's Play. Direkt habe ich da noch keinen Plan. Ob ich vielleicht Mario Kart 64 nehme? Obwohl, nee, da gibt's eigentlich nichts Besonderes zu Let's Playen. Wenn man ein Rennspiel Let's Playen würde, dann wäre das höchstens Mario Kart Wii. Und das kann ich noch nicht, weil ich noch keinen Videograbber habe und weil ich ihn auch noch nicht holen werde, weil bei 3 Abonnenten und so ein paar Klicks lohnt sich sowas überhaupt nicht. Noch wenn es nur 10 Euro sind. Und ich sowieso nicht verstehen würde, wie das geht. Also warte ich damit noch. Und ich hoffe, dass ich jetzt das Mikrofon nicht ausgestellt habe. Nein, habe ich nicht. So, speichern, weiter. Wieder rein. 51 Sterne. Begebe dich in die Pyramide. Also, zuerst auf dem geilen Stern klauen. Dann darf ich auf die Pyramide gehen und den Stern rausholen. Und jetzt habe ich auch noch in die Pyramide. Ist das euer Ernst? Wow. Und auf, komm wieder. Und komm, nimm sie. Und hopp. Ja, so dreh dich. Und da ist der Eingang. Da fliege ich jetzt mal ganz gemütlich hin. So. Und rein da. Kommt mir so voll, als die echt so dunkel. Also. Ich meine, die war heller. Aber egal, so, da lang. Und auf den Gumba verzichte ich jetzt mal. Wieso, wieso, ja. Reden lerne ich auch erst morgen. Auch wenn morgen keine Schule ist. Auf den Gumba verzichte ich dann mal. Weil der nichts bringt. So. Ja. Slow-Mo-Münzen sammeln. Ja, darf ich jetzt mal wieder runter? Oh Gott. Pro Gumbas. Ich glaube, ich rede zu schnell. Denn ich selber kaum verstanden, was ich gerade sagte. Apropos Gumbas. Ich dachte damals mal, die heißen Kartoffelköpfe. Naja, sehen ja auch etwas aus wie Kartoffeln. Sie sind braun. Und das untere Teil ist gelb. Und Kartoffeln mag ich nicht und ja, also mag ich Gumbas nicht. Ha. Aber anscheinend sind das, glaube ich, braune Pilze. Schätze ich jetzt mal. Pilzkönigreich, Pilze, Gumbas, sehen aus wie Pilze, also sind es braune Pilze. So.
Okay, ich sollte echt abgewöhnen, miteinander aufzunehmen, weil da rede ich noch mehr Schrott als am Tag. Und den überspringe ich jetzt einfach mal. Kein Bock auf den zu warten. So. Muss ich überhaupt ganz oben? Ich schätze ja, erste Mission in der Pyramide. Ja, glaubst du einfach bloß an die, dass ich ganz oben muss. Beziehungsweise das Grundprinzip. Wie toll, dass sie sich das nacheinander aufbauen. So. Hier lang und nach ran. Gucken, was nicht richtig ist und weiter. Und da wäre ich fast runtergehüpft. Mit dem nicht, wie ich bin. Oh, hallo. Mumienblock. Warum grinst der mich so an? Ach, du machst mir Angst. Bleib weg. Okay, und nein. So. Jetzt klettere ich auf dich und nimmst mich mit. Ich glaube, so war es ja auch vorgesehen. Und okay. Überspringe ich den Park. So, und hoch. Münzen sammeln nebenbei. Und hopp. Da ist er. Mal wieder richtig hinsetzen. Und in irgendeiner Aufnahme habe ich gemerkt, dass man den Stuhl hört, wenn er knackt. Naja, das hat man jetzt wahrscheinlich auch gehört. Was soll's. Dann hört man ihn halt.